Aber wir müssen diese Angst umsetzen in Aktion. Wir müssen was tun. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir eben unsere Existenz nicht bedrohen. Ja? Und wir haben die Möglichkeit. Wir haben die Technologien, wir haben das Wissen. Wir müssen jetzt einfach nur transformieren. Alle Transformer werden. Das ist Claudia Treidel-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum München, die daran forscht, wie sich der Klimawandel auf unsere Gesundheit auswirkt. Und genau darüber habe ich mit ihr gesprochen. Denn wir tendieren ja oft dazu, den Klimawandel erstmal als Bedrohung für die Natur anzusehen. Also Artensterben oder Dürreereignisse, Versauerung der Meere zum Beispiel. Dabei sind wir, wie sich herausstellt, ja selbst ganz direkt betroffen. Also heute schon in Deutschland über alle Altersgruppen verteilt. Und ein paar Beispiele davon und wie wir damit umgehen können, die gibt es hier. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Auswirkungen. Also es gibt direkte Auswirkungen zum Beispiel auf unseren Kreislauf durch Hitze und Trockenheit. Das wären Hitzetote zum Beispiel in heißen Sommern. Oder auf unsere mentale Gesundheit wie Stress und Trauma durch klimawandelbedingte Naturkatastrophen. Es gibt aber auch indirekte Effekte, weil sich die Umwelt, die uns ja beeinflusst, um uns herum verändert. Und die sind viel weniger auffällig, viel weniger spürbar. Zumindest bis... Das ist Malaria, das ist zum Beispiel auch die Borreliose oder die Frühsommer-Meningoencephalitis, ja, FSME. Und das sind Erkrankungen, die jetzt sich ändern, weil sich Ökosysteme ändern. Ja, es wird wärmer bei uns, es wird feuchter bei uns durch Extremwetterereignisse. Und das führt einfach dazu, dass dann natürlich auch der Vektor, die Mücke, ja, findet neue Regionen, wo sie überleben kann. Und dann braucht es nur noch den Erreger. Und dann haben wir eventuell in Zukunft durchaus Malaria in Mitteleuropa. Und das ist nicht alles nur eventuell und in Zukunft. Genau, also Frühsommer-Meningoencephalitis ist schon bereits bekannt, dass es zum Teil über das ganze Jahr ist. Borreliose nimmt zu. Malaria ist noch nicht da, aber die Mücke ist schon da. Also die Mücke ist schon zum Teil da, aber der Vektor ist da, aber der Erreger ist noch nicht da. Aber das heißt, die Bedingungen stimmen eigentlich, das könnte schon... Leider ja, genau. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Lösung hier gar nicht so einfach ist, weil wir ja nicht so ohne weiteres einzelne Mücken- oder Zeckenarten wieder loswerden. Obwohl tatsächlich daran geforscht wird, wie man sowas eventuell machen könnte. Aber Infektionskrankheiten sind sowieso nicht die einzige Auswirkung einer veränderten Umwelt auf uns. Da wären zum Beispiel noch Allergien, die sich auf unsere Haut und Atemwege auswirken. Warum kriegen wir Allergien? Wir kriegen zum Beispiel Allergien, weil Pollen fliegen und weil sich unser Immunsystem vertut, weil er denkt, dieser Pollen ist gefährlich und entwickelt eine Immunreaktion darauf. Und jetzt ist es nun mal so, die Pollenallergie ist sowieso schon mal die häufigste Allergie in Europa, die wir haben. Und es ist so, dass durch den Klimawandel, durch Temperaturerhöhung, durch Veränderung von Ökosystemen haben wir längere Zeit Pollen über das ganze Jahr. Also wir haben im Prinzip keine saisonale Pollenperiode mehr. Wir haben mehr Pollen. Wir haben aber auch gleichzeitig aggressivere Pollen. Also die Pollen, die wir da haben, die produzieren mehr von dem auslösenden Produkt, nämlich das Protein. Und dadurch, dass wir längere Zeit im Jahr stärkeren Pollen ausgesetzt sind, entwickeln wir auch stärkere Symptome. Wir fühlen uns schlechter und müssen präventiv die Medikation daran anpassen. Besonders gefährlich können Pollen übrigens in Kombination mit Asthma und Gewitter sein. Denn während starker Gewitterperioden kommt es zu mehr und teilweise tödlichen Asthma-Attacken. Man geht davon aus, dass die Pollen aufgrund der elektrostatischen Aufladung platzen und dann viel tiefer in die Lunge eingeatmet werden als sonst. Aber auch hier gibt es einen präventiven Lösungsansatz. Es gibt bereits Apps, die Polleninformationen haben zum Beispiel. Ja. Und diese müsste man kombinieren mit einer Gewittervorhersage. Ja? Und dann, wenn wir das wissen, müssen die ihre Medikation hochschrauben. Das Wichtige ist eben, dass man auch selbst dann eben diese Informationen mit reingibt. Ich bin Asthmatiker und dass dann eben am besten dann so ein Alert kommt. Ne? Also Achtung, sei vorsichtig, bleib drin. Ja? Oder da ist es fast sogar sinnvoll, dass man dann eine Maske trägt gegen Pollen.
Ihr seht also, mit extremerem Wetter und sich verändernden Ökosystemen kommt noch einiges auf uns zu. Und wir sind dabei keine reinen Beobachter. Der Planet ist ein Organismus, ja, und wir sind Teil des Organismus. Also wir sind ein Organ des Planeten. Ein betroffenes Organ. Ja. Ja, und deswegen müssen und gleichzeitig haben wir aber auch wir haben die Möglichkeit, was zu ändern. Ja? Wir haben die Möglichkeit, für zukünftige Generationen eine Änderung zu schaffen. Und das ist auch einmalig. Das ist einmalig. Wir müssen einfach nur die Gelegenheit nutzen. Was können wir also tun? Klimawandel stoppen. Na, auch wenn wir schon mittendrin sind, wir sollten es wahrscheinlich nicht noch schlimmer machen, als es schon ist. Und auch die kleinste Aktion dagegen ist hilfreich, weil sie das Thema ins Bewusstsein rückt und weil sie Freunde und Bekannte dazu animieren kann, mitzumachen. Wer von euch potenziell durch eine dieser Auswirkungen betroffen ist, sollte das mit dem Arzt durchsprechen, um die richtige Maßnahme zur Prävention zu finden. Eine Nachricht an meine ärztlichen Kollegen ist, nehmt die Fortbildung wahr, macht solche Klimasprechstunden, werdet euch bewusst, dass der Klimawandel eben auch für uns Ärzte eine ganz, ganz große Herausforderung ist. Und wir müssen aktuelle Forschung mit neuen Technologien kombinieren, um zum Beispiel Frühwarnsysteme und Apps zu entwickeln, die uns dabei helfen, mit den veränderten Bedingungen zurechtzukommen.